Hallo liebe Wohnkabinenfreunde, ich bin's Jens vom Wohnkabinencenter und heute möchte ich euch die neue Campground Overlander 220 vorstellen. Campground ist eine Eigenmarke des Wohnkabinencenters und die Campground Overlander ist maßgeblich unter unserer Regie entstanden. Die Campground Overlander ist eine Aluminiumrahmenkabine für den Offroad-Einsatz mit einem sogenannten Wedgetail, einem abgeschrägten Heck. Ein Parallelhubdach ist mit dabei, wie es sich für eine gute Pop-Up-Kabine gehört. Wir haben dadurch ein sehr, sehr flaches Profil. Die Kabine ist sehr niedrig im zusammengeklappten Zustand. Serienmäßig haben wir an den Seiten Airline-Schienen montiert, wo zum Beispiel ein Kanisterhalter wie hier von GMB Mount dran passt. Wir haben eine zweiteilige Tür im Heck, die zeige ich euch gleich nochmal. Auf der linken Fahrzeugseite haben wir den Stromanschluss. Wir haben einen Sandblechhalter an den Airline-Schienen montiert, der ist klappbar. Da habt ihr auch eine Fläche zum Beispiel, wo ihr oben was drauf ablegen könnt, drauf kochen könnt oder so. Dann haben wir hier noch den Einfüllstutzen für den Dieseltank. Die Kabine hat eine Dieselheizung von Webasto drin. Das heißt, mit eigenem Tank, ihr seid unabhängig, wenn ihr fahrt. Ja, vom ganzen Auf- und Zuklappen her, wir haben einmal die obere Türhälfte, die einen gewissen Regenschutz bietet. Wir haben die untere Klappenhälfte mit einem soliden Auftritt. Das heißt, hier könnte ich jetzt so rein, aber für ein bisschen mehr Bequemlichkeit haben wir hier noch einen kleinen Hocker. Ja, bevor wir das Dach aufklappen, machen wir die Laschen auf. Das ist ein altbewährtes Prinzip. Davon sind 6 Stück an der Kabine vorhanden, 3 auf jeder Seite. Das Anheben des Dachs der Kabine ist besonders leicht, da wir die mit 4 Gasdruckdämpfern unterstützt haben. Wir heben das Dach zuerst hinten an. Verriegeln dann das Liftpanel, um dann das Dach vorne anzuheben. Das Dach aufstellen ist bei der Kabine wirklich kinderleicht und wie ihr seht, geht es in wenigen Sekunden. Und jetzt schauen wir uns mal die Kabine von innen an. Hier befinden wir uns jetzt im Innenraum der Overlander 220 und ihr seht, die Kabine ist hell und freundlich geworden. Wir haben uns auf schlichte Farben geeinigt, viel Graustufen, Aluminium, weißes D-Bond, um einfach hier eine etwas kühlere und technische Atmosphäre zu kriegen. Wir haben ein großes Alkovenbett, das ist ausziehbar bis auf 2 Meter Länge. 1,80 Meter circa breit, das heißt, ihr habt hier üppig Platz zum Schlafen. Und was für uns ein ganz, ganz wichtiger Maßstab war, Stauraum. Wir haben immer wieder festgestellt, Pop-up-Kabinen bieten nur limitierten Stauraum. Wie konnten wir dagegen arbeiten? Wir haben gesagt, wir machen eine Raised Front Dinette, das heißt eine erhöhte Frontsitzgruppe, wodurch wir eben im Bodenbereich viel Stauraum gewonnen haben. Wir haben Stauboxen verwandt, das heißt, überall in der Kabine sind Stauboxen untergebracht. Wir haben anstelle eines Kühlschranks eine Kühlbox mit 28 Liter als Toplader, eine Kompressorkühlbox. Da geht einiges rein. Und dieses Konzept bringt uns in die glückliche Lage, dass wir wirklich in der Kabine ein Stauraumvolumen realisieren konnten, was es bisher in der Pop-Up-Kabine so noch nicht gegeben hat. Ja, von der technischen Ausstattung neben der Kompressorkühlbox ist besagte Standheizung auf Dieselbasis hier drin. Und damit haben wir hier schon wirklich für jedes Wetter eine gute Ausgangslage. Ja, ich habe den Tisch mal weggebaut, damit wir ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit hier drin haben. Das ist auch wahrscheinlich der Zustand, in dem ihr die meiste Zeit beim Camping unterwegs sein werdet. Das Leben findet draußen statt. Hier drin ist eben Stauraum für eure Utensilien. Die Gelegenheit, sich abends vorm zu Bett gehen, mal auszuziehen. Ja, wir haben eine Waschgelegenheit hier mit drin. Das ist eine wichtige Geschichte, dass man eben auch die Körperhygiene nicht vernachlässigen muss. Hier unten ist ein Stellplatz für ein Porta-Potti, das heißt auch die Toilettenhygiene gehört hier bei der Kabine dazu. Wir haben hier ebenfalls eine große Staukiste, wo richtig was reingeht. Da könnt ihr eure ganzen Kochutensilien und sowas mit reinpacken und die einfach dann bei Bedarf sogar komplett mit rausnehmen in die Außenküche. Wir haben zusätzlich hier einen Stellplatz für einen kleinen Gaskocher. Den haben wir nicht
direkt mit dabei gepackt, weil jeder von euch andere Präferenzen hat. Der eine möchte einen Kartuschenkocher, der nächste nimmt was mit Spiritus. Da habt ihr freie Wahl. Die Stromanlage haben wir so vorgerüstet, dass wir einen Batteriecomputer von Victron Energy verwenden in der Kabine. Der gehört zum Standard. Der ist Bluetooth-fähig sogar, dass ihr mit einer Handy-App ablesen könnt, was passiert gerade mit meiner Stromversorgung. Ja, wir haben, wie ich euch eingangs schon gezeigt habe, unter jeder Sitzbank drei Stauboxen. Die könntet ihr von oben bedienen, wenn die Deckel ab sind, oder eben einfach die Kiste rausnehmen, mit oder ohne Deckel benutzen. Wir haben hier in dem Bodenbereich noch weitere Stauräume integriert. Ganz vorne haben wir hier unter diesem Fach die Technik untergebracht. Ihr habt drei 20 Liter Kanister zur Verfügung für Frischwasser. Eine ganz praktische Geschichte, wenn mal irgendwann ein Kanister dreckig ist, können wir sagen, gut, den schmeißen wir raus, den wollen wir nicht mehr haben. Ansonsten hier ist ein Powerpack drin mit zwei 60 Amperestunden Gelbatterien von Victron Energy. Und hier findet ihr auch unseren Victron Energy MPPT 75 Solarregler. Auch das Gerät ist Bluetooth-fähig, sodass ihr vom Handy aus schauen könnt, was passiert gerade mit der Solaranlage, was lädt, was geht. Jetzt habe ich mich hier unten mal auf den Boden gesetzt. Ich muss euch sagen, wir haben über 30 Grad draußen. Ich gerate so langsam ein wenig ins Schwitzen. Bitte nicht wundern. Ja, zum Thema Stauraum nochmal. Hier zeige ich euch noch einmal, wir haben drei große Rako-Boxen hier. Und was eben immer ganz wichtig ist, dass der Stauraumschwerpunkt günstig genutzt wird. Technik haben wir vorne im Bodenfach. Und hier hinten, hier haben wir nochmal Platz satt. Hier haben wir eine Rako-Kiste. Die ist wirklich gewaltig groß. Und das gleiche Volumen haben wir auf der anderen Seite auch nochmal zur Verfügung. Das haben wir allerdings hier wegen der Ecke aufgeteilt in zwei kompaktere Boxen und haben dementsprechend wirklich unglaublich viel Stauraum in dieser Kabine, der sich eben gerade im schwerpunktgünstigen unteren Bereich befindet. Jetzt zeige ich euch noch das wunderschöne große Bett, auf dem ihr hoffentlich bald gut schlafen werdet. Das Alkovenbett, was ihr hier links von mir seht, ist im nicht ausgezogenen Zustand schon 1,80 Meter lang und ist 1,20 Meter breit. Das heißt, hier können zwei Personen durchschnittlicher Größe, ich und meine Freundin machen es immer so, zusammenschlafen, ohne das Bett auszuziehen. Wenn ihr das Bett aber auszieht, das ist relativ einfach. Da klappt ihr die beiden Rückenlehnen für um, legt ihr hier drunter, dann fasst ihr das Bett hier vorne an, einfach vorziehen. Es ist eine Mesh-Unterlage drunter, dass die Matratze unterlüftet wird, die liegt nur unter dem vorderen Teil. Das ist der Bereich, wo auch bei euch der Körper liegt. Dann haben wir hier die vier Zusatzpolster, die legen wir hier vorne rein und dadurch ergibt sich eine wirklich üppige, große und bequeme Liegefläche. Ja, das war ein kurzer Review zur neuen Campground Overlander 220. Alle technischen Informationen findet ihr auf der Internetseite www.camp-crown.de. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr uns ein Like gebt. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, ein Wohnkabinenvideo vom Wohnkabinencenter. Und abonniert bitte unseren Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Jens.